Hallo, hier ist die Katja von Zeit für Kreatives. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich ganz sehr diese Betonoptik liebe. Und die darf bei mir natürlich auch Ostern nicht fehlen. Und deshalb habe ich hier die kleinen Anhänger gemacht. Und ich zeige euch schon mal einen hier. Und dieser ist nicht nur in Beton-Look, sondern ich habe den dann noch ein bisschen veredelt. Und mit Embossing so richtig was Festliches gegeben. Also mir persönlich gefällt die Kombi ganz sehr. Dieses Matte von dieser lufttrocknenden Modelliermasse, die ist direkt in Betonoptik, die ist schon fix und fertig, die könnt ihr einfach so nehmen. Hält sich auch ewig, wenn ihr das luftdicht verschließt. Ich packe das immer dann in so eine Box rein, wenn ich es angerissen habe, die Päckchen, und das kann man wirklich ganz lange nehmen. Damit habe ich die Grundform gemacht und dann nach dem Trocknen, so ungefähr ein, zwei Tage, kommt drauf an. Ich konnte es wieder mal nicht erwarten, das Video zu machen, und habe es auf der Heizung gelegt. Da sind die so ein kleines bisschen geschwungen, aber ich finde, das gibt der Sache überhaupt keinen Abbruch. Also das sieht genauso schick aus. Und habe sie auch ein bisschen dicker gehalten, damit man ein bisschen eine gewisse Masse hat, wo man auch eindrücken kann. Auch hier dieses noch einmal. Und ja, jetzt zeige ich euch, wie das Ganze geht, damit ihr das noch nachbasteln könnt, weil Zeit wäre noch. Ihr wisst, die Sachen, die hier auf dem Tisch sind, sind alle in meinem Shop. Alles könnt ihr nachbasteln, ist auch fast alles vorrätig. Und wer das noch machen will, denkt, guckt auf die Shopseite bei mir. Da gibt es zurzeit noch eine ganz tolle Aktion, weil wir müssen ja alle jetzt noch ein bisschen daheim bleiben. Und deshalb habe ich mir für euch was ausgedacht. Also guckt mal auf die Webseite, gleich auf der Startseite vom Shop, und das findet ihr. Dann schreibe ich euch dann noch unten in den Kästchen rein, und das seid ihr dann versorgt. Wer die Sachen schon zu Hause hat, kann natürlich genauso loslegen. Zum Ausstechen habe ich so eine Ausstechform für Kekse genommen. Das war mal so eine ganze Packung hier, die habe ich mir irgendwo gekauft. Und diese Eierform, die fand ich recht hübsch. Und die nehmen wir jetzt gleich. Natürlich könnt ihr es auch probieren, dass ihr euch eine Pappvorlage macht und da drumherum dann an mit dem Messer rumgeht und das ausschneidet. Die Löcher dann, die habe ich mit einem Trinkhalm gemacht. Das klappt auch sehr gut, weil der nimmt gleich die Masse hier auf, und da kann man die ganz leicht rausnehmen. Wir legen los. Und zwar mit einem Stück von der Modelliermasse. Kurz durchkneten. Die ist relativ gut knetbar. Die ist auch schön geschmeidig, auch wenn ich sie jetzt schon lange auf hatte. Und dann rollen wir uns das aus. Eigentlich ganz normal wie beim Plätzchenteig, wie wir es auch beim Backen machen würden. Wenn wir schon die Backform nehmen, können wir auch so arbeiten, ne? Das rollen wir uns aus auf diese Stärke, die euch gefällt, wo ihr sagt, das möchte ich so haben. Achtet nur darauf, dass es nicht zu dünn macht, weil wenn wir dann noch mit einem Stempel da reingehen wollen und dann noch was reindrücken wollen, brauchen wir ja auch ein bisschen Masse. Also zu dünn darf es nicht sein. Das hat man dann im Gefühl. Sollte was schief gehen und es ist zu dünn geraten oder zu dick, dann knetet ihr es einfach wieder ein, und schon kann es weitergehen. Mir reicht es jetzt für ein Ei. Und zwar habe ich diese runden Schablonen im Shop. Entschuldigung, nicht Schablonen, Stempel im Shop, und die sind auch schon reichlich bei euch rausgegangen. Also die haben viele gekauft, weil man ganz tolle Sachen damit machen will, kann. Und das waren eigentlich so die drei Favoriten. Und diese Floral-Optik, die ist immer ein bisschen im Hintergrund gewesen. Und ich finde aber jetzt gerade für die Eier ist das eine ganz tolle Zeichnung. Und deshalb zeige ich es euch gleich nochmal mit diesem Floral. Ich habe das gleich auf dieser Platte gelassen, wo man es aufheben kann immer. Habe es gleich drauf gelassen. Da ist es noch ein bisschen kräftiger. Und den Stempel einfach hier drauflegen. Und dann nehmen wir uns wieder was, was wir zum Auswalzen hatten. Und drücken jetzt den Stempel in unsere Masse rein.
bisschen mit Gefühl, dass es nicht so sehr rumschiebt, aber doch kräftig genug, dass der Abdruck richtig drin ist. Das merkt ihr dann beim Abheben, wenn es wirklich hier drin geklebt hat und ihr müsst es ein bisschen mit Kraft auslösen, dann hat es richtig abgedrückt. Ihr verderbt euch eure Silikonstempel nicht. Wenn mal was drin hängen würde, könnt ihr das einfach mit fließendem Wasser, warmem Wasser auswaschen. Aber hier ist nichts jetzt drin, weil diese Masse ist sehr stabil in sich und die Stempel des Silikon ist auch eine ganz gute Qualität. Also hier ist wirklich nichts drin, nichts von der Masse zu finden. Wir haben uns das jetzt hier abgedrückt. Ist auch ganz gut zu erkennen, ne? Ganz sauber Abdruck. Und jetzt setzen wir uns unser Ei so an, wie uns das Muster gefällt. Ich möchte jetzt wieder die Blume mit schön drin haben. Und dann ganz normal wie beim Plätzchenteig hier ausstechen. Dann nehme ich das immer hier schon weg. Natürlich heben wir das auf, geben es wieder zur Packung zurück. Wie schon gesagt, schön luftdicht aufbewahren. Und jetzt haben wir unser Ei. Ihr könnt diese Ränder, die sind jetzt so ein ganz kleines bisschen ausgefranst, die könnt ihr jetzt mit dem Finger gleich schon ein bisschen glatt machen. Es ist aber auch möglich, wenn die dann getrocknet sind, dass man hier mit dem Schleifpapier rangeht. Das kann man wunderbar schleifen, wenn da hier noch solche kleinen Härchen dran sind, so vom Auslösen, sowas, das kann man wunderbar hier wegschleifen. Und da wird das ganz sauberer Rand. Na, sieht man, glaube ich, sehr gut. Also ob man das jetzt gleich macht oder dann, ist egal. Dann machen wir uns noch unser Loch rein, damit wir das gleich haben. Na komm. Das ist wieder der Vorführeffekt. Doch, bleibt jetzt schön hier drin, kann man dann später abschneiden und da kann man das immer wieder benutzen. Und jetzt wäre unsere Eiform eigentlich schon fertig. Die kann ich euch natürlich jetzt nicht zeigen zum Weiterbearbeiten, weil die muss jetzt in aller Ruhe trocknen. Und da braucht ihr ein bisschen Geduld. Also ein, zwei Tage mit Einsatz der Heizung geht es auch ein bisschen schneller. Wenn ihr euch jetzt ganz viele von den Eiern gemacht habt, dann geht es ins Embossen. Und jetzt haben wir ja die Möglichkeit, ich habe ja ganz viele Sachen im Shop. Ne? Ich habe das zum Auftragen der Flüssigkeit, das normale Embossing-Stempelkissen. Ich habe den Embossing-Pen und auch dieses Mixed-Media-Tool mit dem Pinsel. Jetzt hatte ich das probiert mit dem Stempelkissen, das gleich aufzutragen. Und das hat mir nicht so sehr gefallen. Man hat nicht so das Feingefühl dafür, fürs Auftragen. Man kann nicht nur partiell auftragen. Man kann es nehmen, keine Frage. Aber noch besser hat mir das Arbeiten gefallen mit dem Pen oder mit dem Mixed Media Tool. Ich zeige euch auch warum. Bei den ganzen gestreiften Geschichten, das waren die beiden hier. Hat es ganz super geklappt mit dem Pen. Und zwar habe ich den Pen genommen und habe einfach mit dem Pen entgegen des Musters, also immer quer zu den Linien, hier so drüber gefahren. Damit ist nichts in die Zwischenräume gekommen und es war wirklich dort, wo ich es hinhaben wollte. Das mache ich jetzt mal. Also den Pen hier ansetzen und einfach mit dem Stift, also es ist ja ein Stift, hier drüber fahren und das wird dann teilweise nicht ganz exakt, da fehlt mal ein ganz kleines Stück, wenn man jetzt mal nicht richtig drüber gemalt hat oder so, aber gerade der Effekt, der hat mir super gefallen. Ich bin ja so für dieses Ungleichmäßige und nicht immer ganz Exakte. Das hat von mir, also das hat für mich was von Handarbeit, wirklich von selbst gemacht, nicht industriell. Und es trägt einfach unsere eigenen Spuren. Also mir gefällt es einfach. Wem es nicht gefällt, der macht dann die andere Variante.
Aber ich war hier begeistert, dass es so funktioniert hat. Man sieht sehr gut, wo Flüssigkeit dran ist. Denn da haben wir jetzt solche leichten, feuchten Stellen. Das bleibt auch ein paar Minütchen gut drauf. Also man muss hier nicht in Hektik verfallen. Und dann nehmen wir uns eine Farbe. Was nehmen wir denn jetzt mal? Nehmen wir doch mal das Platinum. Immer wieder für mich eine schöne Sache. Platinum, das ist so meins. Der Rest ist jetzt ganz normal wie beim Embossing. Wie wir es gewöhnt sind. Also drauf streuen. Die Reste wieder runter. Geht hier auch ganz gut. Dann alles wieder in Sicherheit bringen, dass es uns nicht über den Tisch fliegt. Und dann können wir auch schon laut machen und embossen. Passt ein bisschen auf, dass diese Masse nimmt jetzt sehr die Hitze an. Also das ist wirklich richtig heiß dann. Man kann es gar nicht gleich anfassen. Und das ist das Ergebnis. Und das meinte ich mit nicht ganz genau und exakt. Da fehlen auch mal wirklich ein paar Stückchen wie hier. Da ist es nicht ganz gefüllt. Aber im Grunde ist der Effekt richtig toll. Weil das ist dieses Unregelmäßige und wer das liebt, der ist mit mir auf einer Welle und hat hier ganz tolle Eierchen. Ihr seht auch, wie die verschieden wirken. Bei dem Stempel gehen ja die Wellen in eine Richtung und ob man das mal so rumnimmt oder so rumnimmt, jedes Mal wirkt es anders. Also dieser kleine Stempel hier kann total unterschiedliche Effekte machen, je nachdem, wie rum man es ausstanzt und wo. Das wäre die einfarbige Geschichte. Und dann habe ich ja hier noch eins gemacht, so zweifarbig. Und auch das möchte ich euch gerne zeigen. Und dafür verwende ich jetzt die andere Variante. Und zwar habe ich mir hier einfach einen Deckel genommen und so ein Blending-Tool und habe dieses Wow-Effekt hier reingegeben. Gar nicht sehr viel. Diese Flüssigkeit, diese Mixed Media Flüssigkeit, was ja nichts anderes ist wie in die anderen, nur der Auftrag ist eben verschieden. Und dann habe ich das in das Blending-Tool richtig schön eingearbeitet. Und da sieht man auch, wie das richtig reinzieht. Es ist dann im Grunde nichts anderes wie das Stempelkissen. Aber wir haben hier eine kleinere Fläche und man kann das besser überblicken und hat auch das Ganze besser in der Hand. Also wer die Flüssigkeit hat, kommt mit so einer Sache gut hin. Ich habe es auch mit einem Lappen probiert, mit einem kleinen Läppchen zum Einreiben. Hat funktioniert, aber mir gefiel die Geschichte besser. Jetzt wäre es ungünstig, wenn ihr sehr über das Ei streicht, weil dann würden sich, wenn hier viel Flüssigkeit ist, das richtig in die Ritzen reingehen. Da wir aber bloß die Oberfläche benetzen wollen, einfach nur anlegen und so drauf stempeln. Ihr seht dann ganz schnell, wie sich das ein kleines bisschen verfärbt. Ich gucke mal, ob ich das einfangen kann. Jetzt sieht man es, glaube ich, sehr gut. Der untere Teil ist noch nicht mit Flüssigkeit benetzt und der obere ist es schon. Ja, das sieht man super. Machen wir den Rest noch.
Und das kann man auch ein paar Tage nehmen. Da kann man das stehen lassen, da passiert gar nichts damit. So, und was nehmen wir heute jetzt dafür von der Farbe? Dann nehmen wir doch jetzt mal das Gold. Genau. Machen wir mal eine Runde Gold. Das war Kupfer hier. Und dasselbe wieder aufstreuen. Ihr könnt natürlich die Rückseite auch mit bearbeiten. Das habe ich auch hier gemacht. Da habe ich es komplett gemacht. Das sieht natürlich dann dekorativer aus, wenn man es an den Strauß hängt. Jetzt ist hier, glaube ich, doch ein bisschen viel drauf gekommen. Aber das ist der Vorführeffekt. Ich mache mal noch ein zweites und mache das noch mal ganz sachte. Haben wir vielleicht einen Vergleich? Machen wir das noch mit. Ich finde gerade das Experimentieren so toll. Einfach probieren, testen. Und das wollen wir ja zweifarbig machen. Dazu müssen wir aber erstmal den ersten Schritt fertig haben. Da nehme ich jetzt hier das Gold. Das sind die super feinen Puder, die klappen da ganz super. Und ich emboss mal gleich hier unten, weil oben, na, wer stört jetzt hier wieder? Meine Kamera, die ist wirklich hochsensibel, das ist eine Praline. Ich emboss gleich mal hier unten, weil es doch ziemlich heiß wird. Ihr könnt jetzt gerne spulen. Und jetzt haben wir die beiden gemacht. Na? Es ist wirklich heiß, man muss es schnell wieder ablegen. Links hatte ich ein bisschen weniger gedrückt und rechts ein bisschen mehr. Das hat man eigentlich jetzt auch gut gesehen. Genau. Die müssen jetzt kalt werden, sonst kann ich den nächsten Schritt nicht machen. Deshalb zeige ich euch mal die anderen, die ich noch gemacht habe. Und zwar bei dem habe ich diesen Bubbles-Stempel benutzt. Das finde ich auch total genial. Und dann habe ich als Embossing dieses Ultra hoch genommen, was ein bisschen eine dickere Schicht hat. Da ist eigentlich kein Glitter drin. Aber mir war es bei einem der letzten Mustermachen passiert, dass ich dieses mit Glitter da reingeschüttet hatte. Jetzt habe ich ein Ultra High mit Glitter. Finde es aber gar nicht mehr so schlimm. Ich muss es euch nur sagen, nicht, dass ihr erwartet, da ist dann Glitter drin. Also das war mir eigentlich nur passiert, aber ich finde, das ist eine schöne Panne gewesen. Sieht nämlich ganz knuffig aus. Das, was wir jetzt nachmachen, das ist Kupfer gewesen und dann noch mit Glitzer. Das finde ich persönlich am allerschönsten. Und bei den beiden habe ich mit Weiß embossed. Beim rechten habe ich nur embossed und beim linken bin ich nach dem Embossen nochmal mit einem Schleifstein drüber gegangen und habe die Oberfläche wieder angeraut, dass nicht alles Embossing ist hier oben, sondern dass diese Tröpfchen hier, diese Pünktchen, dass das wieder ein bisschen mehr rauskommt. Und das sieht man eigentlich in der Nahaufnahme, dass ich das hier oben wie abgeschliffen habe. Da ihr das Material super schleifen könnt, ist das alles kein Problem.
Nun hoffen wir, dass die erkaltet sind. Ja, so ist es. Und jetzt mache ich euch mal das hier noch. Und zwar, jetzt braucht man wieder einen Stift, damit man kleine Stellen machen kann. Und mit dem Stift fahre ich jetzt hier nur noch mal die Blüte nach. Ich möchte nur noch mal die Blüte embossen. Und zwar diesmal wirklich mit dem Ultra, mit dem Schimmer. Weil da sind diese Glitterstückchen drin, die mir hier aus Versehen reingehuscht sind. Und da male ich jetzt nur noch mal über die Blüten. Das muss jetzt auch nicht super exakt sein. Aber die Konturen der Blüten sollte man schon einhalten, damit man sozusagen einen Teil von dem Stempel noch mal ein bisschen hervorhebt. Das dürfte schon reichen. Für Glitter nehme ich immer ein anderes Papier, weil der Glitter doch haften bleibt. Und nun das da drauf. Ich versuche dann immer nur dieses Blütenstück auch wirklich das Puder drauf zu machen, weil es ja sonst doch in die Ritzen zu sehr hängen bleibt. Und dann gleich umkippen. Und da haben wir es hier drauf. Sieht man jetzt ganz schön. Na? Ich bin immer so schnell mit Zuschrauben, weil ich immer Angst habe, mir fällt es um. Das ist schon so richtig bei mir drin. Lieber zuschrauben als umfallen lassen. Ich nehme jetzt mal die Zange, vielleicht können wir da das Embossen wieder einfangen. Denn sonst ist mir es wirklich in der Nahaufnahme zu heiß. Und das war es auch schon, weil das ging ziemlich schnell. Jetzt haben wir hier den Glitter in der Blüte und das ist dann derselbe Effekt wie bei der. Blüte etwas vorgehoben und ich finde, die sehen richtig toll aus. Jo, da habe ich euch eigentlich alles erklärt. Das ist alles keine Hexerei oder Zauberei. Das ist höchstens eine kleine Eierei. So kann man sich die tollsten Eier machen. Jedes ist wieder ein Unikat. Und wer die nächsten Tage bei mir bestellt, der wird bestimmt das ein oder andere im Päckchen finden, weil ich dachte, bis zu Ostern ist nicht mehr so lang. Und da kann man schon mal anfangen, Ostereier zu verstecken. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Wünsche euch eine schöne Zeit. Ganz liebe Grüße, eure Katja.